Mittwoch, der 25. Mai. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Mit ihrem Buch Der Crash ist die Lösung standen die beiden Ökonomen Marc Friedrich und Matthias Weig monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Jetzt legen sie nach mit einem neuen Buch, entern erneut die Bestsellerliste und reiten einen Frontalangriff auf den Finanzkapitalismus. Das ist natürlich ein Thema, das wir uns nicht entgehen lassen können. Heute sind die beiden hier. Herzlich willkommen, Matthias Weig und Marc Friedrich. Hallo. Hallo. Die erste Frage vielleicht an Sie, Herr Friedrich. Ich habe das Buch am Wochenende mal ein bisschen angeschaut. Die Kernthese lautet ja im Prinzip, Finanzkapitalismus ist schlechter Kapitalismus. Zumindest habe ich es so verstanden. Was haben Sie gegen Finanzkapitalismus? Oh, eine Menge. Der Finanzkapitalismus ist schuld, dass wir von einer Krise zur nächsten schlittern. Der Finanzkapitalismus ist eine Fehlentwicklung, eine Pervertierung des Systems, die wir jetzt sofort beenden müssen, weil seit 20, 30 Jahren hat der Finanzkapitalismus den Realkapitalismus gekapert. Und seitdem haben wir eine Finanzmarktblase nach der anderen, haben wir eine Krise nach der anderen. Und wenn wir jetzt nicht schleunigst die Finanzmärkte wieder regulieren und an die Kandare nehmen, ist die nächste Krise vorprogrammiert. Was mir aufgefallen ist, Sie attackieren sehr stark die Spekulation mit Boden, die Spekulation mit Rohstoffen, die Spekulation mit Nahrungsmitteln, mit Geld im Allgemeinen. Aber die Banken, die ja so ein bisschen das Kernthema Ihrer früheren Bücher waren, kommen nur noch am Rande vor. Heißt das, dass aus Ihrer Sicht das Finanzsystem sich ein bisschen von so einem Nervensystem den Banken entkoppelt hat? Nein, überhaupt nicht. Aber ich denke mal, wir haben ausführlich dargelegt, was die Banken alles im Schilde führen. Und mit diesem Buch wollten wir in die Tiefe gehen und weiter dickere Bretter bohren. Das, was uns von Kritikern vorgeworfen haben, dass wir zu sehr an der Oberfläche gekratzt haben, wollten wir jetzt einfach mal erklären, dass die Banken uns hin das Licht geführt haben, wissen wir alle. Aber jetzt möchten wir mal schauen, warum und was sind auch die Gründe dafür und eben auch den Kapitalismus und auch den Finanzkapitalismus beleuchten. Was mich natürlich auch interessiert, ist nicht nur die Fehleranalyse, sondern auch, wie es besser laufen soll. Wie soll denn Ihrer Meinung nach ein guter, ein fairer Finanzkapitalismus aussehen? Einigen uns auf Kapitalismus. Wir sind überzeugte Kapitalisten, aber nicht Finanzkapitalisten. Wir müssen das Vermögen fair verteilen. Momentan zirkuliert 90% des Geldes in der Finanz- und nicht in der Realwirtschaft. Wir müssen, dass das Geld wieder in die Realwirtschaft kommt. Und solange ich mit Zockerei mehr Geld verdienen kann, wie als ehrlicher Fabrikant, läuft irgendwas schief. Wie soll das gehen? Zerschlagung des Bankensystems, Verstaatlichung der Banken, sowas in der Art? Nein, aber wir müssen sie regulieren und nicht erst in schlechten Zeiten, sondern in guten Zeiten, weil nach jeder Krise gab es einen epochalen Wandel. Nur seit 2009 machen wir genauso weiter mit Neoliberalismus wie zuvor. Und Banken, Versicherungen, aber auch Hedgefonds müssen stark reguliert werden. Wir sind für freie Marktwirtschaft, aber Finanzmärkte müssen stark reguliert werden. Ich möchte dazu definitiv ergänzen, dass wir aus der Krise 2008 nichts gelernt haben. Man hätte damals wirklich die Versprechen der Politiker für bare Münze nehmen sollen und hätte eigentlich die Banken wirklich strikt regulieren lassen sollen. Wir sind überzeugte Kapitalisten und wir finden die freie Marktwirtschaft genial und hat unglaublichen Wohlstand gebracht. Aber Fakt ist nun mal, man kann alle Branchen freilassen, aber eine Branche darf nicht dereguliert werden und das ist die Finanzbranche. Weil 2008 waren wir ein Wimpernschlag vor dem Abgrund und dem Ende unseres globalen Finanzsystems entfernt. Und das ist nämlich das Ergebnis dieses Neoliberalismus und der deregulierten Finanzmärkte. Die Finanzmärkte können sich selbst nicht regulieren. Aber wenn wir jetzt knallhart die Banken an die Kandare nehmen würden, wie Sie es sagen, würden wir damit nicht jetzt speziell diesen Crash auslösen, den Sie seit Jahren prophezeien, so eine Art Self-Fulfilling Prophecy Ihrer Bücher? Nein, es ist ganz klar so, es wird keine Gesundung geben im bestehenden System ohne Schmerzen. Das ist immer so. Das heißt, wir werden natürlich Schmerzen haben und es wird natürlich ein Prozess sein, der hart sein wird. Aber umso länger wir am falsch gestrickten System festhalten, umso größer werden mit jedem Tag die Kollateralschäden, nicht nur monetär, sondern auch gesellschaftlich. Und das sehen wir schon in ganz Europa. Was halten Sie von der Nullzinspolitik der Notenbanken? Gar nichts, weil sie stellt unser Geldsystem ad absurdum. Früher haben wir auf Konsum verzichtet und haben später mehr erhalten in Form von Zins. Heute verzichten wir auf Konsum, sparen fürs Alter und haben danach weniger wie zuvor. Was machen wir gerade? Wir erhalten den Status quo auf Kosten der Leute, die bereits etwas angespart haben und auch auf Kosten der jungen Menschen, die nicht mehr adäquat und ohne großes Risiko fürs Alter vorsorgen können. Und wenn man den jungen Menschen sagt, spart nicht, sondern konsumiert, dann finde ich das äußerst kurzfristig gedacht und es wird eine Altersarmut auf uns zukommen. Das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Wir hatten vor ein paar Wochen einen neoliberalen Volkswirt bei uns zu Gast, der gesagt hat, die Zentralbanken sollen radikal den Zins nach oben ziehen. Dann scheiden die schwächeren Elemente aus und der Kapitalismus funktioniert endlich wieder. Der Zins entfaltet wieder seine Steuerungswirkung. Könnte Ihre Idee sein, oder? Also wenn wir jetzt knallhart den Zins hochziehen würden auf 5 oder 8%, dann würden
in Kürze Griechenland, Portugal, dann Spanien, Italien, Frankreich die Bücher auf den Tisch legen und werden schlicht und einfach pleite und Herr Schäubles schwarze Null wäre in weiter Ferne gerückt. Aber die Nullzinspolitik gefällt Ihnen nicht, die hohen Zinserhöhungen gefallen Ihnen nicht. Wie soll man es dann machen? Wir benötigen ein neues System, weil alles verlängert nur die Lebenszeit. Wir müssen radikal umdenken und wir müssen ein neues Finanzsystem implementieren, was ausnahmsweise mal allen Menschen dient und nicht nur einen wenigen. Je länger wir daran an dem jetzigen Finanzsystem festhalten, egal ob wir die Zinsen massiv erhöhen oder noch in den Negativbereich pushen, wir müssen neu umdenken, weil wir werden die Krise nicht lösen mit dieser Zinspolitik. Haben Sie einen Lösungsvorschlag, wie man dieses System wieder ins Lot bringen könnte, ohne dass es gewaltige Verwerfungen auf dem Weg dahin gibt? Wir haben konstruktive Lösungsvorschläge im Buch angebracht und es wird Verwerfungen geben, es wird wehtun, ne? Es wird keine Heilung geben ohne Schmerzen. Wir werden alle an Wohlstand abgeben müssen und wir brauchen ein neues Geldsystem. Wir haben das Vollgeldsystem vorgeschlagen. Wir brauchen eine unabhängige Notenbank, die politisch unabhängig ist, vielleicht sogar ein Notenbankchef, den man demokratisch wählt. Wir brauchen mehr basisdemokratische Entscheidungen. Und ganz wichtig, wir müssen die Schirargeldschöpfung der Privatbanken abschaffen. Keine Bank darf aus dem Nichts mit einer Mindestreserve von 1% Geld aus dem Nichts schöpfen. Das muss beendet werden, weil das generiert eine Krise nach der anderen. Das ist eine zentrale Lösungskomponente des Geldsystems. Absolut. Die Politik, das ist die Politik. Also Grundübel dieser Krisen ist ein falsch gestricktes Geldsystem. Und Geld regiert die Welt, nicht die Politik. Also die Politik wird gar nichts ändern, ja? Weil jeder Politiker weltweit ist verschuldet bis zur Halskrause. Und wo sind die Schulden aufgenommen worden? In der Finanzwelt. Also was glauben Sie, wer bestimmt, wo es lang geht? Die Gläubiger oder die Schuldner? Kommen wir zum Schluss zu den drei Fragen von Finance TV. Ja. Mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Ich habe jedem von Ihnen zuerst mal eine Entweder-Oder-Frage mitgebracht. Fangen wir mit Ihnen an. Entweder-Oder. Hat die Zinspolitik der Notenbanken die Systemrisiken gesenkt oder verstärkt? Verstärkt. Frage an Sie. Entweder-Oder. Wo ist die Spekulationsblase Ihrer Meinung nach im Moment am größten? Bei Aktien, bei Anleihen oder bei Rohstoffen? Bei Aktien. Und die letzte Frage an Sie beide zusammen. Ich fange vielleicht mit Ihnen an. Vor 2 Jahren waren Sie schon mal bei uns und haben den großen Crash als unausweichlich bezeichnet. Wann kommt er jetzt denn endlich? Dann werden wir es merken, wenn er kommt. Und auf eine Zeit wollen Sie sich nicht festlegen? Das können wir nicht festlegen, weil es ist unseriös. Wir können nicht in die Zukunft blicken. Wir wissen nur, dass er kommt. Das ist ganz klar, weil das ist Mathematik. Sind Sie mutiger? Ja, Ende der Dekade ist es vorbei. Ende der Dekade ist es vorbei. Hoffen wir einmal mehr, dass Sie nicht recht haben. Unsere Leser werden sich ihr eigenes Urteil bilden, falls Sie tiefer stöbern wollen. Das ist das Buch Kapitalfehler. Da finden Sie die vermeintlichen Lösungsansätze und die Problemanalyse. Kann jeder entscheiden, was er davon hält. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, vielleicht auch beim Zuschauen von der nächsten Finance TV-Sendung. Auf bis dahin eine gute Zeit. Alles Gute. Machen Sie es gut.